Oh, da ist er tot. Da ist er tot. Wir haben ihn noch tot. Ernsthaft? Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Survival Games. Wir spielen heute auf der Map Circle Island, ich glaube. Ja, Circle Paradise. Circle Paradise heißt diese Map. Und Leute, ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Kritik zu meinem neuen Intro ist. Denn wie ihr schon gesehen habt, habe ich jetzt ein neues Intro. Und ich bin einfach mal gespannt, wie ihr das denn so findet. Denn ich finde es eigentlich ja mega geil. Und wieder Dieter Bohlen, ja, mega geil, ja. Also mein Intro, du, das ist ja mega. Auf jeden Fall wollte ich euch nur mal ganz kurz fragen, wie ihr dieses Intro so findet, denn es gibt einige Informationen in diesem Video, was mein Kanal, Projekte und sonstiges betreffen. Ich muss weg! Ich kann nicht laufen! 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 Ich kann nicht, ich kann nicht, kann nicht, kann nicht, kann nicht laufen! Ich kann nicht laufen! Ich kann nicht laufen. Ich renne jetzt einfach die ganze Zeit weg, ja? Jetzt bin ich mal der Wegrenner hier. Ich habe eine Kiste aufgemacht und dann hast du mich einfach gleich... Wolltest du mich einfach gleich so töten? Ich habe dir gar nichts getan. Gar nichts habe ich dir getan. Gar nichts. Renn einfach mir weiterhin nach, ja? Statt dass es auf den anderen da losgeht. Ich verstehe es einfach nicht. Also manchmal verstehe ich die Menschen hier überhaupt nicht. Haha, ich bin um den Baum gelaufen. Hast du das gesehen, wie ich das gemacht habe? Das war echt toll. Okay, Leute. Ich habe Angst. Alter, was? Rennt jetzt etwa zusammen auf mich? Nee, das ist jetzt ja nicht sein Ernst hier, oder? Okay, ich werde jetzt erstmal schnell hier mir was reinsnacken. Sonst sterbe ich ja sowieso. Okay. Okay, Leute. Wir müssen jetzt einfach hier schnell weg, ja? Wir bauen jetzt einfach hier die Melonen ab. Holen uns hier die Pfeile. Und dann, Leute, dann essen wir die Melonen. Ja, dann essen wir sie. Und dann rennen wir wieder. Und das Weglaufen hat uns ernsthaft was gebracht. Ich schaffe das sonst nie. Deswegen bin ich jetzt echt ein bisschen stolz auf mich. Ich glaube, ich hätte lieber ein Gameplay nehmen sollen. Denn... ich habe echt ein paar Sachen anzusprechen und das glaube ich echt hier nicht so praktisch, ne? Also, ich glaube, das war echt nicht so gut, dass ich mir hier jetzt eine Map ausgesucht habe wie diese. Ah, geil! Ich habe ja jetzt schon zwei Eisen, ja? Ich bräuchte nur noch einen Stick und dann könnten wir uns ein Eisenschwert machen. Ja, nice! Das finde ich jetzt immer richtig cool. Und zwar, Leute, ich habe hier jetzt ein paar Informationen preiszugeben. Und zwar das neue Projekt, Leute. Ich freue mich schon mega drauf. Ich habe es ja schon mal angekündigt, dass das jetzt dann bald mal kommen wird. Und es ist jetzt dann auch mal bald soweit. Es wird ein Modpack-Projekt sein. So viel verrate ich schon mal. Und es werden wieder sehr, sehr viele coole YouTuber meiner Meinung nach dabei sein. So, ganz kurz mein Handy wegwerfen. Tschüss. Und ja... also ich freue mich schon mega auf das Projekt. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon drauf. Und habe ich das eigentlich schon gesagt, dass das Intro nur eine Prototyp bis jetzt ist? Also ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber das Intro ist noch nicht fertig. Also da kommt noch mein Schriftzug dazu und da kommen noch einige Sachen hinzu, die aber jetzt erstmal noch zu viel gewesen wären, weil ich kenne mich mit den ganzen After Effects Zeug und so nicht aus. Deswegen werde ich da auf jeden Fall jemanden fragen, der sich da auskennt. Wenn ihr euch da auskennt, könnt ihr mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn dann könntest du mir ja helfen, ja? Da spreche ich jetzt genau dich an, weil du fühlst dich dann ja sicher mehr angesprochen, als wenn ich sage ihr. So. Auf jeden Fall, da oben sehe ich noch eine Kiste, die hole ich mir jetzt. Und das sind schöne Goldstiefel, die ich aber nicht benötige. Nein, nein, nein. Ich habe Angst, dass ständig irgendwie hinter mir jemand ist. Der am Anfang hat mir richtig Sorgen bereitet. Der hat mir richtig Sorgen bereitet. Der ist einfach so auf mich losgegangen. Ich habe nichts gemacht. Ich war einfach nur da und war so ein netter Junge. Und dann ist er gekommen und wollte mich töten. Okay. So, erstmal hier. Oh, jetzt habe ich ein Radar. Oh, ich habe Sticks. Ich habe Sticks. Ich habe Sticks. Ich habe Sticks. Wo gibt es denn hier eine Werkbank? Am Spawn. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Oh, aber da vorne ist anscheinend auch ein Gegner.
Aber wenn ich es schaffe, vor dem Deathmatch noch ein Eisenschwert zu craften, dann bin ich ja, glaube ich, echt gut ausgerüstet. Ja, gut, die Ausrüstung ist jetzt auch, naja, die ist jetzt auch nicht so geil, aber ich sage mal so, man könnte es schon vercraften, ja? Ich vercrafte das immer in Minecraft. Okay. Okay, Leute. Okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute. Ich mache mir jetzt hier. Ich bleibe jetzt einfach hier drin im Wasser. Jetzt habe ich mir ein Eisenschwert gecraftet. Das läuft dann schon mal bei mir, ja? Läuft schon mal bei mir. Ich bin gerade noch ein bisschen angespannt. Das müsst ihr mir. Oh, da hinten ist ein Team. Ist das da hinten ein Team? Oder nee, die rennen ja voneinander davon. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe nicht, dass da Teamer dabei sind. Das kann sonst echt bitter werden. Okay, das Deathmatch beginnt. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Und ja, Leute, es kamen jetzt 5 Tage keine Videos. Das wollte ich auch nur schnell ansprechen. Es tut mir so unendlich leid, dass da jetzt keine Videos kamen. Aber ich hatte einfach... Oh, der ist ja tot! Der ist ja tot! Wir haben ihn noch tot. Ernsthaft? Wir haben ihn ernsthaft noch tot? Ganz ehrlich? My life apart. Und wir sind dann auch noch Full Iron. Er hat geschrieben, kommt Mitte. Was? Nee, ich möchte aber nicht in die Mitte kommen. Oh, es ist jetzt sicherlich gleich jemand hinter mir. Ich habe so dermaßen Angst gerade. Das glaubt ihr mir ja gar nicht. Okay, ich habe einen Diamant. Habe ich ein Feuerzeug? Ja. Ich habe ein Feuerzeug. Alter, mein Herz, wahrscheinlich ist es sogar so laut, das Herzklopfen, dass ihr das in der Aufnahme hört, Alter. So richtig so dumm, dumm. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ernsthaft los. Ich gehe weg. Ja, und sie gehen beide auf mich, oder? Gehen jetzt ernsthaft beide auf mich? Und sie gehen beide auf mich, ganz ehrlich. Das ist doch richtig noobig von denen. Ja, klar. Ein Team im Deathmatch. Bam. Das könnt ihr von mir haben, ja? Team im Deathmatch. Wie stark ihr seid. Ja, ganz ehrlich. Guckt euch diese Leute an. Guckt euch einfach mal diese Leute an. Beast, Biene und Dunsthirn, ja? Die zwei, die werde ich mir merken. Und dann werden die irgendwann mal sterben. Werden irgendwann mal sterben, Leute. Die haben schon noch ihre gerechte Strafe verdient. So, ich gehe jetzt erstmal hier in die Mitte zum Spawn. Ich möchte euch einfach nur mal ganz kurz sagen, danke an alle von euch, an 750 Abonnenten, an... Habe ich jetzt schon 750? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon. Ich gucke einfach am besten gleich mal nach. So, ich gucke jetzt einfach mal nach, wie viele Abonnenten ich habe. So. Moment, Moment, Moment. Ich habe jetzt... Boah, hier drin ist es so heiß, ich kann das Fenster aber nicht öffnen. So, es lädt. Was? Okay, Leute, ich habe jetzt, wie ihr seht, hier schon 762 Abonnenten. Das ist einfach mega krass. Das haut mich jedes Mal um, wenn ich auf meine Abonnentenzahl gucke. Die steigt einfach drastisch. Und da möchte ich mich einfach bei euch nochmal zu 100% bedanken. Ihr ermöglicht mir das hier. Ihr seid einfach diejenigen, weshalb ich auch YouTube mache. Und ja, danke einfach. Und für die Leute, die jetzt noch immer nicht mitgekriegt haben, warum jetzt 5 Tage keine Videos kommen. Ich arbeite jetzt. Ich hatte jetzt meine erste Ausbildungswoche. Und ich mache eben eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann für die Leute, die es wissen wollten. Und ja, da wollte ich nicht zu spät kommen und so weiter. Da wollte ich einfach für den Job da sein. Und jetzt kommt aber wieder regelmäßig, kommen jetzt wieder Videos. Und ja, ich würde einfach mal sagen, das nächste Video wird auf jeden Fall ein Bed Wars Video sein. Weil die ganzen Leute schon immer schreiben, bitte Thomas, mach Bed Wars. Und deswegen kommt auch als nächstes Video Bed Wars. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, lasst ein Like da, wenn euch das Intro-Zeugs und alles gefällt. Ich würde einfach mal sagen, haut rein und ciao.